Katrischka, die dann zum Thema Motivation und Krankheitsbewältigung geht. Also der Ablauf ist nach der Begrüßung, dass der Herr Kröger ein paar theoretische Einblicke gibt zum Thema Klein. Der Mischi kann es dann auch praktisch ausprobieren. Gehen wir dann hier raus in die Ecke. Könnt ihr uns allen eure Füße zeigen. Dann die Mittagspause mit Grillen. Und da unterstützt uns ganz kräftig das Autozentrum Karl aus Plauen. Die stiften, sponsern das Essen, die Getränke und der eine, die andere sind ja auch schon mit dem Fahrdienst gefahren. Also die haben uns heute unglaublich voll unterstützt, sodass sie uns viel abgenommen haben. Und da bedanken wir uns auch ganz herzlich. Na? Es sind auch umgebaute Fahrzeuge mit auf dem Gelände. Zum Beispiel der Mario ist mit einem Fahrzeug gekommen von der Firma Warmut. Die haben auch unseren Caddy umgebaut. Wer dann möchte in der Mittagspause, kann sich die Autos hier draußen angucken. Es ist auch der Herr Tausend von einer Fahrschule da, der solche Kurse anbietet, für wen das in Frage kommt, wieder Autofahren nach Schlaganfall oder nach einem Unfall. Da kann dann auch eine Mittagspause mit ihm besprochen werden, sich ausgetauscht werden. Es liegen viele Informationsmaterialien aus. Also das kann alles genutzt werden, da haben wir die Mittagspause vorgesehen, ne, dass wir uns da austauschen können. Jetzt freuen wir uns noch sehr, dass der Herr Heidan da ist. wunderbar, und ich würde Ihnen gleich das Mikro übergeben, wenn Sie vielleicht ein paar Worte sagen wollen. Dann wünsche ich uns viel Freude bei dem Tag. Ja, vielen Dank, Frau Wolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen. Ich kann mich noch erinnern, vor etlichen Jahren, wie Herr Rieger, wie Frau Wolfhardt, wie Dr. Fiebisch, der ja sehr aktiv hier die Gründung des Vereins nach vorn getragen hat, wie sich das alles positiv entwickelt hat. Wir sind ja eine Gesundheitsregion, eingebettet in vogtländischer Hügellandschaft, vor unserem Blick hier die Talsperre, da sind wir ja auch gut unterwegs mit gesundem Wasser, sodass wir also auch durchaus Brauereien hier im Vogtland haben, die sehr gutes Bier herstellen. Ich denke, es ist wichtig, und das sagt ja auch das Sprichwort, wer rastet, der rostet, und es ist ja heute nicht so einfach, das auch zu machen. Unsere Kinder, die bewegen sich viel zu wenig. Es ist halt heute leider so der Computertechnik geschuldet. Aber gerade Sie, auch die vielleicht durch eine schwierige Lebenssituation wieder neuen Mut fassen müssen. Menschen, die durch einen Unfall ungefähr 70% die Kinder haben ein bisschen mehr, im Alter wird es etwas weniger und dann ist das auch in einzelnen Organen unterschiedlich angesiedelt, aber man sagt so ungefähr 70%, also das ist eine ganze Menge. Alleine unser Blut, das besteht zu 90% aus Wasser und nur 10% feste Bestandteile, also Wasser, das ist ganz wichtig. Ohne Wasser werden wir zur Mumie und das sieht auch nicht so ganz gesund aus. Und dann wird völlig alles betroffen. Und außerdem kann ich noch gleich zusammengefahren werden. Schlug der Blitz ins Haus ein, das Haus ist abgebrannt, das Geld war fort. Aber er hat sich nicht beirren lassen, der Arm hat sich falschen Schritt genommen, Sebastian Kneipp hat sich nicht beirren lassen, sondern hat wieder angefangen zu sparen. Und er hat es geschafft, dann mit 23 Jahren nach Dillingen das Gymnasium zu gehen, wie gesagt, das Schulsystem war etwas anders, und hat also dann sozusagen die Hochschulreife dort gemacht. Während dieser Zeit ist er an Lungentuberkulose erkrankt. Das war eine Krankheit, die heute, man kann sagen, fast 100% ausgestorben ist, auf ganz wenige Fälle. Aber damals war das noch gar nicht gelb, das war eine Tuberkulose Erkrankung. Und dann war noch der Johann Kreiser, das waren zwei Kneipenärzte, die haben dann praktisch diese ganzen Schriften von Sebastian Kneipp versucht, auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen und haben diese Struktur entwickelt mit diesen fünf Säulen. Also Sebastian Kneipp hat im Prinzip alles gemacht, aber er hat es nicht als diese fünf Säulen.
Teile der Füße hat, Teile der Beine, aber auch keinen als Anwendung gemacht. Das war genau das Beispiel, genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Ich will, dass der Organismus reagiert auf diesen Reiz und die Reizstärke, die Reizstärke. Super, machst du das! Klasse! Jetzt halt auf. Also für den Super! Zeig Beine hier! Klasse! Wunderbar! Runter. Jetzt mal den Fuß oder hoch? Ja! Und jetzt, Klasse! Wichtig, das Wasser nur abstreifen. Aha. Und bewegen, solange du warst. Okay. Das dann kannst du jetzt laufen. Ja. Bewegen. Bewegen. Ja. Aber kalt ist mir eigentlich nicht. Jetzt. Und das ist die Kämpfe von hier. Ich dachte, es ist noch jemand. Wer braucht dich noch? Na los, dann, bitte. Einfach raus. Ach, voll. Ja, aber noch niemand? Ja, genau. Gesundheitsbewusste, ne? Also dann sagen wir mal, sind wir verstärkt und kriechen. Ja. So. Danach, ne? So, und eigentlich wird dann durch dieses Kartenreiten